Apostelgeschichte 21 mit der Überschrift Weiterreise nach Tyrus. Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen und fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyrus. Denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Ja, also das müsste hier sein, Tyre. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Ja, also die Jünger, als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist, ja, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten. Und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Paulus in Ptolemais und Caesarea. Ja, also das sind wir hier genau. Hier ganz unten. Ja, hier Zypern, Tyrus und dann Ptolemais und Caesarea. So, und er möchte jetzt noch nach Jerusalem, also nochmal südlicher. Und da muss man natürlich berücksichtigen, ja, also die Juden, die hier in der Beschnittenheit verbleiben, also ich meine mit Beschnittenheit, ja, Juden, die in der Beschnittenheit verbleiben, mir ist es aufgefallen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, damit meine ich natürlich die in der fleischlichen Beschnittenheit bleiben, ja, die den alten Bund weiterführen möchten, ja, die Judaeisierer, die meine ich damit. Ja, damit meine ich nicht einen Christ, der auch beschnitten wird, ja, die geistige Beschneidung, die Taufe, ja, das Glaubensbekenntnis auch an Jesus. Ja, ich meine nicht diese geistige Beschneidung der Taufe, sondern die Judaisierer. So, und die hassen ihn. Ne, also, das wissen wir ja, das haben wir mittlerweile mitgekriegt in den Kapiteln und deswegen ist das eigentlich nicht so unbedingt von Vorteil, wenn er da in das Epizentrum mehr oder weniger hinabzieht. Deswegen gibt es da deutliche Gründe, ja, dass er da eigentlich, dass das jetzt nicht so der friedlichste Ort für Paulus wäre. So, und wir lesen hier ab Vers 7 weiter mit Paulus in Ptolemais und Caesarea. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten und kamen nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den 7 war, und blieb bei ihm. Ja, einer von den 7 bezieht sich hier auf die Gemeinde. Ja, also sie kommen zu dem Philippus und blieben bei ihm. Und dieser, also Philippus, hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Machen wir kurz hier mal einen Halt. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wir haben aus dem vorherigen Kapitel gelesen, dass Paulus davor warnt und sagt, es kommen falsche Apostel, falsche Lehrer, Antichristen, so gesehen, eventuell auch, als dass man die so bezeichnen kann. Ja, also inmitten der eigenen.
Und die möchten, die sind reißende Wölfe. Wölfe. Ja, das hatten wir hier stehen in Vers 29. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also hier, auch hier steht auch nochmal in Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Also das behalten wir ein bisschen im Hinterkopf für das Thema, was jetzt kommt. Jetzt ist auch hier nicht aktuell die Gefahr davor. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Sondern die sind hier wohl behütet beim Evangelisten Philippus. Ja, der hat vier Töchter, die sind Jungfrauen. Also die heben sich für ihren Mann auf, die befolgen das Wort Gottes. Die treiben da keine Unzucht. So, also hier bestens. Allerdings möchte ich hier an der Stelle auf einen Punkt eingehen, nämlich diese Töchter, die weissagen. Ja, und das kann man jetzt überlegen. Gehen wir mal hier kurz in die King James Version. Da heißt es, soweit ich weiß, prophesy. Ja. And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy. Also genau das Gleiche, was wir hier im Deutschen lesen. Ja, die prophezeiten. Und ich will hier dieses Thema mit diesem, mit den Prophezeiungen oder mit diesem an sich mal einfach kurz ansprechen, weil es hier eine sehr markante Stelle ist. Denn Paulus möchte nach Jerusalem gehen, aber alle sagen ihm eigentlich, er soll nicht dorthin gehen. Ne? Das lesen wir auch gleich noch. Da kommt auch noch dann ein anderer Prophet, der ihm das auch noch mal mitteilt. Und wo Gott ganz deutlich Paulus zu verstehen gibt, er soll nicht nach Jerusalem gehen. Ja, wir wissen, dass Gottes Wille für den Menschen manchmal nicht nachvollziehbar ist. Ja, das ist manchmal unergründlich. Ja, aus mehreren Gründen. Erstens, er ist natürlich deutlich, also intelligenter ist da kein Ausdruck. Ja, aber deutlich weiser als wir natürlich. Also das, da haben wir nicht mal einen Funke davon. Und auf der anderen Seite ist er natürlich auch allwissend. Ja, er weiß alles. Nicht wie wir, die so limitiert sind, die auch eventuell gar nicht wissen, was so passiert in Jerusalem, sondern er weiß alles. Und nicht nur, dass er im aktuellen Zustand alles weiß, sondern er weiß alles in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ja, also Mensch vergisst, was in der Vergangenheit war, Gott nicht. Ein Mensch weiß nicht, was in der Zukunft ist, Gott schon. Und deswegen ist das hier sehr, sehr deutlich, dass Gott definitiv ihm sagt, Paulus, du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Das lesen wir auch gleich noch in den nächsten Versen, unabhängig von den Jüngern, die hier eben das angesprochen hatten. Und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Nummer eins. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Ja, also gut, das jetzt vielleicht in dem Fall nicht. Aber spätestens der Prophet hier, der mit dem Namen Agabus auftaucht im nächsten Vers. Aber nochmal kurz der Fokus auf die Jungfrauen, die weissagten. Weil wir haben heutzutage, vor allem in charismatischen Kirchen oder Vereinigungen, diese Thematik, dass es da immer noch auch Leute gibt, die weissagen. Und wir hatten noch nicht viele Videos über das Charismatische oder über dieses, den ganzen Bereich. Also waren sicherlich schon ein paar dabei irgendwo, aber noch nicht so explizit. Ich bin mir sicher, dass Gott heutzutage auch noch den Menschen Informationen vermittelt. Ja, ob das durch Erscheinungen ist oder durch Träume oder durch andere Dinge. Das will ich und kann ich nicht ausschließen. Aber es ist definitiv nicht mehr in der Intensität und Quantität unbedingt, wenn man das so formulieren möchte. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, wie zu der damaligen Zeit. Denn warum? Ja, die Bibel ist jetzt abgeschlossen. Ja, wir haben alle Informationen, alles ist vorhanden in der Bibel. Ist das nicht mehr unbedingt in der Quantität vorhanden wie hier. Also es ist definitiv nicht
so wie in den charismatischen Kirchen, das will ich damit sagen. Das kann man definitiv festhalten, ja, also wo da reihenweise Leute aufstehen und sagen, du wirst das und das tun. Und dann sind Jahre später und es ist nicht passiert. Also ohne jetzt da in irgendwelche Beispiele zu gehen. Ja, also das ist da auch ganz viel ja, nicht wahr, ne? Würde ich jetzt so dazu sagen. Also charismatische Kirchen sind sowieso sehr gefährlich. Jede falsche Kirche ist sehr gefährlich. Und die Charismaten halt auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist also ein Thema. Klar, die vier Töchter, alle, also er hat vier Töchter, alle vier Weissagen. Ja, das ist zu der damaligen Zeit. Es ist eine ganz andere Zeit gewesen als heute. Ja, die Bibel ist jetzt mittlerweile abgeschlossen. Ja, die ist durch. Das heißt nicht, dass jemand mal von Gott genutzt werden kann, trotzdem in dieser Art und Weise, aber nicht mehr, wir sehen das nicht mehr in dieser Quantität und Qualität, wie wir es haben zu Zeiten, während den Propheten, während der Bibel, während den Ereignissen, die hier auch von der Bibel dokumentiert sind. Dann gilt es auch hier eins noch im Hinterkopf zu behalten, nämlich den 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19. Weil es gibt trotzdem immer mal wieder welche, die von Träumen berichten oder von irgendwelchen Dingen, die zugetragen worden sind, die dann auch nie eintreten. So, ich habe das Gefühl, so, also man müsste mich fragen persönlich von all denen, die aufgetreten sind und gesagt haben, ich hatte einen Traum oder ich hatte das und das. Ich kann mich da definitiv nicht an alle erinnern, weil ich auf sowas eigentlich weniger fokussiert bin. Aber ich kann mich an keinen einzigen erinnern, wo das tatsächlich eingetreten ist. Ja, also ich möchte mich täuschen, aber ich kann mich da an keinen einzigen erinnern. Ich habe da schon alle möglichen Dinge gehört, aber ich kann mich an kein einziges erinnern, dass das eingetroffen ist. Aber nun gut. Die Bibel sagt ganz deutlich in 2. Petrus 1, 1, 9, Kapitel 1, Vers 19: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Ja, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, also wir halten an dem Wort fest, bis Jesus Christus kommt und darüber hinaus natürlich auch. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen, ja, prophetischen Wort. Hier ist eine Fußnote A, an dem umso festeren. Ja, die King James Version, die übersetzt das beispielsweise mit We have also a more sure word of prophecy. Ja, also mit more sure, also mit einem sicheren Wort, einem sichereren. Ja, also die Steigerung. Das heißt, wenn irgendjemand irgendetwas erzählt, ja, von irgendwelchen Offenbarungen oder Prophezeiungen, dann muss das zwangsweise, es geht nicht anders, im Einklang mit der Bibel stehen. Ja, also ganz, ganz deutlich, Nummer eins, was wir hier lesen. Ja, also kein prophetisches Wort kann irgendwo konträr zur Bibel stehen. Und die Handhabung sowieso, auch wie es im Alten Testament steht, ist, wenn das, was der Prophet sagt, eintrifft, ja, dann ist er ein wahrer Prophet. Daran erkennen wir einen wahren Propheten. Das scheint jetzt vielleicht für den einen oder anderen ungenügend zu erklingen, aber das ist praktisch gesehen genau die Thematik. Wichtig ist, oder auch ein ganz, ganz heikles Thema, wo, also das ist etwas, was man auf gar keinen Fall sprechen sollte, auf gar keinen Fall, ist die Aussprache, so spricht der Herr. Ja, also, weil das heißt, dass man etwas übermittelt, was man von Gott empfangen hat.
Ja, und wenn das nicht stimmt, wenn das nicht korrekt ist, dann ist das keine angenehme Sache für den, der so das ausspricht. Da haben wir Beispiele auch im Alten Testament, wo es da kein gutes Ende nimmt. Ja, also das ist etwas, wovor man sich definitiv hüten sollte. Und wenn man doch irgendwie das Gefühl hat, da hat man irgendetwas empfangen, dann sollte man, bevor man das überhaupt rumposaunt, erst einmal selber kritisch prüfen. Denn wer weiß, von welchem Geist ich dieses überhaupt empfangen habe. Ja, als allererstes einmal gesagt. Also das nur mal ganz kurz nebenbei zu diesem Thema mit dem prophetischen Reden. Machen wir weiter mit dem Text. Ja, also, und wir fuhren und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. So, da können wir dann vermuten oder auch nur mutmaßen, wer dieser Prophet Agabus ist. Ihm wird hier der Titel Prophet gegeben, der er auch ist. Ja, also wird hier, er ist bekannt als Prophet, er wird von Gott genutzt. Das ist dann die zweite Partei neben den Jüngern, die hier Paulus darauf aufmerksam machen, nicht nach Jerusalem abzureisen. Ja? Also man kann ja auch vermuten, dass er vielleicht sogar, er ist in Judäa, hat vielleicht sogar Jesus Christus kennengelernt damals. Man weiß es nicht, alles Mutmaßung. Aber es kommt ein Prophet zu Paulus. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach: So spricht der Heilige Geist. Ja, also auch wieder einmal eine Aussprache, wie eben schon besprochen. Ja, so spricht der Herr, so spricht der Heilige Geist. Ja, das sind Sachen nur, wo man, ich sage das ganz direkt, todsicher ist, dass man das von Gott empfangen hat. Also ich habe schon mitbekommen, dass Leute das gesagt haben, also auch aus Hörensagen. Und dann waren das eigene Gelüste oder eigene niedere Dinge, die einen dazu getrieben haben, das so zu formulieren. Und die sind für diese Person nicht gut ausgegangen. Ja, also in keinen Fällen zwei Stück, die ich da gehört habe, die sind nie, das ist nie gut ausgegangen. Also keine etwas, was man nicht tun sollte. Also so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Ja, also ganz deutlich, die Prophezeiung kommt von Gott. Gott warnt Paulus ganz deutlich und zeigt ihm auf, was passiert, wenn er nach Jerusalem geht. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete: Was tut ihr da? Dass ihr weint und mir das Herz brecht. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Na, also das, was wir im vorherigen Kapitel schon mal besprochen hatten, das war hier Philipper 1, 21 bis 22, also dass er sagt, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Ja, er hat überhaupt keine Problematik, auch dieses weltliche Leben hinter sich zu lassen, direkt zu Gott zu gehen. Ja, er weiß, diese Welt ist nicht für den Menschen gemacht. Das, was kommt, das ist für den Menschen gemacht. Und sagt er, es ist kein Problem, ich sterbe auch für Jesus. Ja, also warum seid ihr da so, warum weint ihr um mich? Und das ist auch eine ganz interessante Stelle, weil Paulus hat hier ganz offensichtlich einen eigenen Willen, konträr zu dem Willen von Gott. Gott warnt ihn hier und sagt, nein, geh nicht nach Jerusalem. Ja, du sollst nicht dahin aufziehen. Er zeigt ihm sogar die Konsequenz, was passiert, wenn er nach Jerusalem geht. Aber Paulus setzt sich mit seinem eigenen Willen darüber hinweg und sagt:
Naja, warum weint ihr über mich? Ich bin sogar bereit, darüber zu sterben. Wollt ihr mein Herz brechen? Ja, wollt ihr mir das Herz brechen? Ja, wer weiß, welcher Grund Paulus gehabt hat, trotzdem, obwohl er dieses Wort von Gott erfährt, nach Jerusalem zu gehen. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, ja, natürlich jetzt absolute Interpretation, die Gemeinde dort noch einmal zu stärken. Ja, wir wissen ja, dass er auch zu den ganzen Gemeinden nochmal gezogen ist, um die auch zu stärken. Vielleicht hat er dort besonderen Handlungsbedarf gesehen. Ja, also wir wissen hier nicht die Intention unbedingt von Paulus, aber dass er einen eigenen freien Willen hat. Und in den vorherigen Kapiteln haben wir ja auch gelesen, dass er vom Geist, gezogen zu den Städten reist, dort evangelisiert und auch da vom Geist getrieben ist. Nichtsdestotrotz, obwohl er vom Geist getrieben ist, ja, bekommen wir hier einen intensiveren Einblick, nämlich, dass er trotzdem einen freien Willen noch hat. Und das ist auch ganz interessant, dieses Thema, also das Thema mit dem freien Willen hier in dem Vergleich. Und da kann man in Römer Kapitel 12, kann man da sehr, sehr schön nachlesen. Ja, hier steht die Überschrift, die Antwort auf Gottes Gnade, Hingabe und Tun des Willens Gottes. Vor allem die ersten Verse. Ja, kann ich hier gerne empfehlen, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Ich will jetzt den Schwenk nicht noch machen, hatten ja eben schon größeren Schwenk. Ja, aber das sehen wir. Der freie Wille von Paulus und die Prophezeiungen und der Wille von Gott. Und er sagt, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, ja, also Paulus ist in seinem Willen geblieben, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Ja, also sie haben ihn in Gottes Hände gegeben. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns zu einem gewissen Mnason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Vers 17 mit Überschrift Paulus in Jerusalem. Und da erinnern wir uns ebenfalls an das vorherige Kapitel, denn wir lesen, haben im vorherigen Kapitel gelesen, dass Paulus unbedingt zum Wochenfest, also zu Pfingsten in Jerusalem sein möchte. Ja, also das daran erinnern wir uns, weil denn wir lesen hier, und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Ja, also auch hier eventuell diese Freuden der Festlichkeit. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hat. Ne, er ist ja hier in Griechenland, in Mazedonien gewesen, ne, er ist durch diese ganzen heidnischen Gebiete hier gereist, hat evangelisiert, seinen Dienst verrichtet und kommt jetzt in die Grenzen von Israel zurück. Ja, also von den Heiden zurück. Und hier berichtet er. Sie aber priesen den Herrn, als sie dies hörten, und sie sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? So. Das ist die Problematik, die wir auch heute haben, nämlich Dutzende, Hunderte, Tausende von Denominationen, verschiedene Kirchenlehren und Dogmen oder Dogma.
Und das gab es damals ja auch mit den Pharisäern und dann gab es die Sadduzäer und die Essener und wie sie alle hießen. Heutzutage haben wir das auf mal 1000. Und das ist natürlich vom Satan, der da die Verwirrung aufbaut. Und vom biblischen Ablenken, Weglehren möchte. Ja, also vor allem auch durch Traditionen, ja, durch Irrlehren, durch solche Dinge auch. Und zu der damaligen Zeit, da waren ja die Judaisierer, also beziehungsweise Juden, die an den alten Bund festgehalten haben, unterwegs, als auch Christen beziehungsweise Juden, die Jesus angenommen haben, ja, die im neuen Bund stehen. Und die aus dem alten Bund, die haben natürlich weiter ihre Lehre gelehrt, nämlich, dass man nur durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt wird. Ja, und dazu muss man sich dann auch fleischlich beschneiden lassen, so wie es im alten Bund völlig richtig gewesen ist. Und es ist nicht das Problem, sich hier nach dem Gesetz zu richten, auf eine gewisse Art und Weise, dass man nicht sündigt, nur die Errettung kommt nicht mehr aus dem Gesetz. Die Errettung ist auch im Alten Testament so gesehen nicht aus dem Gesetz gekommen. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Denn keiner hat dieses Gesetz perfekt halten können. Alle, also der Glaube war im Alten Testament genauso notwendig wie das Gesetz zu halten. Ja, also Glaube ist immer notwendig und Gnade auch im Alten Testament hat natürlich Gott mit einem Menschen auch Gnade haben müssen. Ja, weil er ist ja ein Sünder. Er übertritt ja das Gesetz. Und deswegen muss man da erstmal ein bisschen differenzieren. So, und dann hat man immer noch diese zwei Parteien, die da unterwegs sind und vermutlich in Jerusalem auch sehr, sehr stark. Und das verwirrt manchmal noch. Ja, es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. So, jetzt sehen wir, dass manchmal Paulus nach gewissen Gebräuchen wandelt, ja, wo er beispielsweise den Timotheus beschneiden lässt. Ja, das heißt allerdings nicht, dass er die fleischliche Beschneidung immer noch lehrt, sondern das war ja, wie wir damals besprochen haben, in dem Kapitel ein praktischer Umstand, damit Timotheus genauso auch mit Paulus in die Synagoge gehen kann und dort mit diesen denen gegenüber sprechen und lehren kann. Natürlich sagt Paulus auch nicht, dass man vom Gesetz Mose abfallen soll, ja, dass man die Gebote, das Gesetz nicht mehr zu halten hat. Ja, das lesen wir in seinen Briefen. Da haben wir auch sehr, sehr viele Videos im Kanal über Gesetzlichkeit. Ja, aber es ist nicht das ganze Gesetz Mose mehr, so wie es die Juden, die in der Beschnittenheit verbleiben, also die Judaisierer, sage ich am besten, wie sie es halten. Ja, Zeremonialgesetz, Tempelgesetz, Priestergesetz und so weiter und so fort. Also von daher ist hier viel Verwirrung. Und man muss das so ein bisschen auch auseinander friemeln, wie wir es ja jetzt oder wie ich es jetzt gerade versuche. Das ist nicht alles so direkt unbedingt eindeutig. Ja, also Kinder werden nicht mehr beschnitten. Ja, aber natürlich geistige Beschneidung. Heißt es jetzt, dass die Kindestaufe in Ordnung ist? Nein, natürlich nicht. Also die Kindestaufe, die biblische Taufe ist, nein. Ne? Also das ist so. Da muss man halt sich mit intensiv auseinandersetzen. Ja, also da kann man sich auch vorstellen, dass es da auch Judaisierer gab, die auch eventuell Falschaussagen getätigt haben,
dem Paulus gegenüber oder gesagt haben, dass Paulus dies und das lehren würde, ja, einfach nur, damit sie ihn diffamieren. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, also wir halten einfach fest, es gibt Verwirrung hinsichtlich der Lehre. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Ja, also wir erinnern uns an Gelübde, vermutlich den das Gelübde eines Nazireas. Ja, aber auch hier vier Männer mit einem Gelübde. Paulus hat ja ebenfalls ein Gelübde geleistet. Diese nimm zu dir. Lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. Ja, also wie es bei dem Gelübde üblich ist, dass die sich das Haupt scheren lassen. Warum soll sich jetzt Paulus hier reinigen lassen? Das ist noch ganz interessant. Aber das sehe ich gerade, das lesen wir auch in Vers 26. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Ja, also Paulus, der ja auch für die Feste extra, die Feste beachtet, ja, ist ja ganz im Gegenteil. Paulus verwirft ja auch nicht das Gesetz und er sagt ja auch in keinem der Briefe, dass wir das Gesetz, dass wir sagen sollen, wir also das Gesetz komplett verwerfen. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Das hatten wir ebenfalls einmal besprochen in einem Kapitel, fällt jetzt gerade nicht mehr ein, welches es war. Gucken wir kurz nach. Ansonsten würde ich dahin verweisen. Und jetzt nicht bei jedem Vers immer Unzucht war es. Unzucht war auf jeden Fall dabei. Apostelgeschichte 15. Da haben wir über das Thema gesprochen, was es heißt. Ja, es gibt keine, ganz kurz, es gibt keine zwei Klassenchristen. Ja, es ist alles ein Christ. Egal aus woher er stammt, ob aus der Nation, aus der Nation, aus der Ethnie, es ist, ob er im Schachclub ist, ob er im Fußball ist, es ist total egal. Also es gibt keine zwei Christen und es gibt auch keine zusätzliche Last für irgendjemanden, der aus den Heiden kommt. Ja, ein Heidenchrist, ja, ein Christ, der vormals Heide war. Ja, er hat nichts Zusätzliches zu halten als ein Christ, der aus jüdischen Wurzeln kommt. Auch da interessant, das Thema, wer ist Israel, wer ist ein Jude? Auch wenn die Nation Israel eventuell die Leute von israelischer, jüdischer Abstammung sind, so ist das geistige Israel ein anderes. Denn der Christ ist der geistige Jude, ja, ist der wahre Jude, ist das geistige Israel. Also da an der Stelle verweise ich gerne an das eben genannte Video. Lesen wir weiter. Vers 26. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Ja, also Paulus lässt sich hier reinigen. Was ist das für eine Reinigung? Ja, das ist hier darauf bezogen, dass kulturell, soweit ich weiß, dass er mit den Heiden verkehrt hat. Ja, und hier deswegen sich dann reinigen soll. Und das geschieht 7 Tage und da soll man, soweit ich mich erinnere, am 3. und am 7. Tag dann erscheinen. Also es dauert insgesamt 7 Tage und deswegen ist es für uns nicht verwunderlich, wenn wir in Vers 27 lesen mit Überschrift Paulus wird im Tempel gefangen genommen, als aber die 7 Tage zu Ende gingen. Ja, die beziehen sich auf diese Reinigung. Brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe.
Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk, Nummer 1, und das Gesetz, Nummer 2, und diese Städte, Nummer 3. Und dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte, also den Tempel, entweiht. Ja, also wir erinnern uns, die Anklage gegen Stephanus aus Apostelgeschichte 6, die hatte ähnlich viele Punkte. Es sind aufgrund der Lehre, der Weltanschauung immer die gleichen Punkte. Aber wir erinnern uns ganz kurz an die falsche Anklage gegen Stephanus. Ja, das war auch gegen Mose, ja, gegen Gott, gegen die heilige Stätte, also den Tempel und das Gesetz. All die vier. Ja, und wir wissen, Stephanus wurde gesteinigt und wer stand daneben? Ja, es war der junge Paulus, ja, der damalige Pharisäer. Und jetzt ist er im Tempel gefangen genommen oder wird gleich. Und ihm wird Ähnliches vorgeworfen, wenn nicht sogar das Gleiche, gegen das Volk, das Gesetz und diese Städte. Ja, das Gleiche, für was er Stephanus auch was Stephanus auch vorgehalten wurde, dem Paulus zugestimmt hat. Und jetzt steht hier, das ist nochmal ein Zusatz, dazu hat er auch noch Griechen, also Heiden, in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Ja, also besonders schwer, denn warum? Was ist hier das Verständnis dahinter? Ja, das Verständnis hier dahinter ist, dass er damit das Leben dieses Griechen oder der Griechen, Singular oder Plural, wie Plural, in Gefahr setzt, was sehr untypisch wäre für Paulus, der ja die Gesetzlichkeiten, diese Bestimmungen kennt und dem ich nicht zutrauen würde, dass er da jemanden in Gefahr bringt, denn für ihn droht da die Todesstrafe, ja, für die Entweihung der heiligen Stätte, ja, wenn er da einen Heiden mit hineinbringt. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen lesen wir dann hier auch in Vers 29, sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, ja, und meinten, sie meinten, ja, ist Konjunktiv, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Ja, also sie haben ihn gesehen, aber sie meinten auch noch zusätzlich dazu, dass er ihn mit Trophimus gesehen hat, dass er ihn auch in den Tempel geführt habe. Ja, also wir riechen hier eventuell oder vermutlich sehr stark wieder eine Intrige. Da kam die ganze Satan wieder einmal, der hier auch unterwegs ist, der hier den wieder einmal gegen Gott kämpft. Wir sehen eigentlich immer hinter der Kulisse, auch wenn Paulus hier im operativ tätig ist und auf der anderen Seite die Judäisierer, sehen wir eigentlich vom Geistigen her immer Gott gegen Satan. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Fußnote der römischen Truppe oder Kohorte, die in Jerusalem stationiert war. Also er hatte hier mehrere, ist ein Befehlshaber, der hatte einige Leute, einige Soldaten unter sich, wenn nicht sogar Hunderte. In der King James Version ist es, glaube ich, als Hunderte übersetzt. Wir gucken mal kurz hier in den Urtext hinein für die Thematik, in den Vers 32. Genau, und hier steht, who immediately took soldiers and centurions and ran down unto them. And when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.
Also es ist genau das Gleiche, was wir im Deutschen natürlich lesen, aber hier lesen wir Centurions. Haben wir jetzt so hier noch nochmal an officer in the Roman Army, ja, also ein Offizier in der römischen Armee. Also er hatte einige Soldaten hier unter sich. Na, man könnte vielleicht sogar vermuten, Hunderte. Ja, also sehr viele und Hauptleute. Und wir lesen hier im nächsten Vers, der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Ja, also viele, sehr, sehr viele nahm er damit. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das, und da er wegen des Tumultes nicht Gewissens erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen, also in ruhigeren Ort, in einen kontrollierten Ort. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Ja, also kann man sich schon fast daran erinnern, wie die Masse, die geschrien hat, kreuzige ihn gegenüber Jesus. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber: Darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach: Du verstehst Griechisch? Ja, also Paulus sagt hier zu dem Befehlshaber: Darf ich etwas zu dir sagen? Und er antwortet: Ja, du verstehst Griechisch? Ja, also es ist ein gebildeter Mann. Paulus ist ein, der ist, hier wird hier nicht einfach als, wie man vielleicht so vermuten mag, er kennt ihn ja nicht, ja, da wird vom Mob jemand zusammengeschlagen. Ja, wer ist das? Ja, das ist vielleicht auch gar keine hochgestellte Person, sondern er antwortet auf Griechisch: Ja, er ist gebildet. Ja, er ist jemand, der auch Griechisch kann. Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? So, also er wird verwechselt hier, nämlich für jemanden, der hier einen Aufruhr, ja, der wollte, hat gegen die Römer gekämpft damals. Mir ist der Name entfallen, aber das ist jemand gewesen, der hat gegen die Römer gekämpft, der hat hier etliche Mann aufgestachelt. Und der ist, soweit ich mich erinnern kann, aus dem Gefängnis geflohen. Und dieser Hauptmann, dieser Befehlshaber hat wohl gedacht, dass der hier, der aus dem Gefängnis geflohen ist, der Aufstachler gegen die Römer, dass er ihn jetzt hier vor sich hat. Ja, und vermutlich auch deswegen die Menge auf ihn draufhaut. Ja, und ihn so zusetzt. Deswegen ist er sehr verwundert, als der auf einmal Griechisch spricht. Und fragt ihr weiter nach. Und Paulus sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, ja, Saulus von Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Cilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an, und sagte, Doppelpunkt. Und was er sagt, das lesen wir dann in Apostelgeschichte 22. Ich wünsche allen Gottes Segen und sage bis dahin.